So, hallo Gamegenoss-Freunde. Ich zeige euch heute in dem Video eine Herausforderung. Wir sind hier in den Einrichtungen der Starlabs in Metropolis und müssen LexCorp und LexLoser daran hindern, hier Exabytes zu stehlen. LexCorp-Kräfte dringen in die Anlage ein. Geschütz-Neustart. LexCorp im Visier. Hier kann man wiederbeleben, die unterstützen dann einen beim Kämpfen. Geschütz-Neustart. LexCorp im Visier. Stand. Siehst du, was da kommt? Wir haben Alarmstufe Rot. Wiederhole. Alarmstufe Rot. Bringen wir es hinter uns. So, noch ein paar Geschütze umprogrammieren. Geschütz-Neustart. LexCorp im Visier. Nähe Warnung. Zurück auf Verteidigungspositionen. Kontrollpunkte sicher. Starlabs Personal, das nicht zu den Sicherheitskräften gehört, muss evakuiert werden. Es gibt 3 EMP-Pulsare im Labor. Ich lenke Luthor ab. Du löst eins aus. Das schaltet seinen Panzer kurz aus. Dann greifen wir beide an. Halt mir den Rücken frei. Ich gebe dir Deckung. Bereit? Vielleicht lehrt dich das ja, dich aus meinen Geschäften rauszuhalten, du selbstgerechter Alien. Dein Angriff auf die Starlabs ist vorbei, Lex. Dir gehören weder die Exobytes noch die Forschungsergebnisse der Starlabs. Schnell, Lex Rüstung ist ausgefallen. Greif ihn jetzt an. Meine Verteidigungssysteme durcheinander. Schnell, Lex Rüstung ist ausgefallen. Greif ihn jetzt an. Sieh,
EMPs bringen meine Verteidigungssysteme durcheinander. Die EMPs sind überlastet. Wir müssen Lex besiegen, bevor das EMP-Feld gelöscht wird. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit dir und deinem Lakai herumzuschlagen, Superman. Haut ab, der Feigling. Du hast es geschafft. Lex mag es nicht, ein Nein als Antwort zu bekommen. Aber solange du und ich hier sind, hat er keine Wahl. Hervorragende Arbeit. Und danke. So. Das war's dann auch schon wieder mit der Herausforderung. Es war der Solo-Content, kann man leider nur alleine bestreiten. Gibt ganz gutes Gear hier. Ich bin Dash und man sieht sich das nächste Mal.